So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Bausimulator. Ich begrüße euch, ich bin froh, euch wieder dabei zu haben und in der letzten Folge, Leute, in der letzten Folge habe ich leider vergessen, mein Headset anzumachen, weil ich habe eins am Controller anschließen und ich habe das angesteckt. Und da ist ja, wenn du das trotzdem einschaltest, ne, ich kann ja das separat noch extra ausschalten, und wenn du das einschaltest, dann muss ich diesen Knopf auf dem Controller natürlich auch drücken, ne, um eben das Headset aktiv zu machen, weil sonst hört mich ja keiner. Und ich habe das dann erst am Schluss, habe ich das erst gesehen, wo ich die Aufnahme beendet habe, dann sehe ich, dass das leuchtet noch. Und dann habe ich nachgeschaut und habe gehofft, dass ich das doch erst gemacht habe, wo ich das beendet habe, aber ich habe tatsächlich vergessen, das Mikro anzumachen, also am Controller, ne, diese eine Taste zu betätigen. Das tut mir wirklich sehr leid dafür, ne? Also sorry dafür, dass das passiert ist, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier weiter, ne? Jetzt habe ich es an, ich habe drauf geachtet, wie ihr seht, die Bäumchen habe ich schon abgeholt. Wir müssen jetzt bloß noch die paar Meter dahin fahren und dann sind wir schon am Stissel. Dann können wir nämlich da schon anfangen, weil den kleinen Bagger, wie ihr seht, der steht da, den habe ich nämlich auch schon rüber geholt. Und dann können wir direkt beginnen. Das ist doch geil, oder nicht? So, perfekt. Dann steigen wir da in den Bagger, fahren da rein, heben die Löcher aus und dann können wir die Bäumchen da reinpflanzen. So, einmal diese Kamera bitte, danke. Einmal hier bitte diese Kamera, sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir doch hier gleich dieses erste Loch. So, das müsste passen. Arbeitermodus, so. Kamera aus, dann einmal losbackern hier. So, da, da. So, haben wir schon die Hälfte, wenn wir es nicht wieder zuschütten. So. So, noch ein bisschen. Dann hätten wir das erste Loch geschafft. So, da, da. Noch 4%. Ach so, ich habe übrigens geschaut, ob man das runterschalten kann. Aber ich habe mir gedacht, das ist eh schon der Schluss, dass man dann das nicht unbedingt machen muss. Weil das ist eh schon das Ende und ihr seht, das geht eh relativ schnell. Also. So, Fahrmodus. Dann machen wir das nächste Bäumchen, Löchlein. So. So, Andi, jetzt reden wir gescheit. So, machen wir das nächste Loch für den Baum. Ein bisschen so zurück. So. Perfekt. Rein in den Modus. Kamera aus. Rein da. Zack. Das geht doch relativ schnell hier. So, da, da. Haben wir das nächste schon 60%. Schau dann, das geht doch richtig zügig. Aber die Aufträge werden halt auch größer und dann werden die zu lang. Deswegen denke ich, dass wir das tatsächlich auf Mittel machen. Weil sonst wird euch das zu langweilig, denke ich mal. So, ich glaube, das ist okay so. Dann kann man hier die Kamera kurz drehen. Oh, wenn wir das so machen. Perfekt. Oh, das ist zu weit. So. Ups. So, jetzt aber.
nice. Läuft doch, läuft doch, läuft doch. So, da, da. Noch einmal kurz da rein. Was ist los da? Komm her. Aber jetzt. Sehr schön, haben wir das auch. So, da, da. Perfekt. Dann fahren wir zum nächsten. Ein bisschen vor. So. Zack. So. So, auf geht's. Nächste Loch. Mal 12%. Machen wir mal Licht an. Nochmal das Arbeiterlicht, oder? Ist das das? Das bringt ja richtig viel. So. Okay, auf geht's. Ein paar Endspurt noch. So, noch 5%. Nicht da, so. Da. Okay, das war wohl nichts. Aber jetzt. Was ist denn da los? Da kann man mal anders machen, das machen wir jetzt auch. Aber jetzt auch. Kann ja sein hier. So, jetzt. Haben wir es doch. So, na. So, dieses. Dann haben wir noch 4-1. Machen wir so. Zack. Perfekt. So, darüber. In den Modus rein. Und hier rein. Zack. Sehr schön. Hier noch 5 natürlich annehmen. So haben wir das auch. Dann haben wir noch 2 Löcher und dann haben wir es geschafft. Dann können wir die Bäumchen pflanzen. Sehr schön. Loch Nummer 6. Nice. So, sehr schön. Warum nicht gleich so? Und das letzte. Da können wir die Bäumchen reinmachen. So, kann man mal noch ein bisschen drehen. So, da, da. So. Und sehr schön. Hat doch wunderbar geklappt alles. Dann können wir den hier wegfahren. Achso, bevor ich die alle weggebracht habe, wieder die ausgeliehenen Fahrzeuge, habe ich die vorher alle betankt, ne, und repariert. Weil wir müssen das ja hier machen, ne, diese Ausbaustufen. Und deswegen
Ja, das haben wir natürlich fertig. Hier sind wir. Halt. Ausbaustufe da. Wir müssen das nämlich machen. Wir müssen 25 mal tanken und 25 mal reparieren. Und jetzt haben wir da 25%. Also hier tanken haben wir 20% und reparieren auch. Also bevor wir die mal abgeben dann, da werde ich die dann betanken und reparieren, dass wir in der Ausbaustufe steigen. Das ist natürlich langwierig, aber das hilft nicht. Wir müssen das machen, damit wir im Level auch höher gehen. Und apropos Level, wir hatten ja in der letzten Folge einen Levelaufstieg. Ich habe den noch nicht gemacht. Ich wollte das mit euch zusammen machen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe noch gar keine Ahnung, wie ich das machen soll. Was wir da machen sollen. Halt. Ich wollte schnell Tops. Lalala. So, machen wir hier den Baum. Zack. Oh, lass mich doch das drehen. So. Auf geht's. Genau, das machen wir dann zusammen. So. Weil ich habe echt keinen Plan, was wir da. Und wir müssen noch was kaufen auf jeden Fall. Ich glaube, was wir kaufen, ist ein Bagger. Ich denke, dass wir den oft brauchen. Achso, ich Idiot, was mache ich denn? Wir müssen ja zum nächsten Loch. Ich wollte jetzt alle Pflanzen da reinhauen. So. So, einmal hier, dann fahren wir da lang. Genau. Hoppala, was war das? Ist der jetzt da rausgefallen? Ernsthaft? Ist der Baum jetzt da rausgefallen? Wert? Tatsache, egal, immer den auf. Ist ja witzig. Okay, das war aber zu wild gefahren, aber so. Dann heben wir den auf, das Bäumchen. So, einmal hier runter. So. Zack, und rein damit. Baum Nummer 2. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen die Kamera drehen. So. Sehr schön. So. Dann nehmen wir den hier. Tun den hier rein. Und Baum Nummer 3. Supi, supi. Geht doch voran hier. Es geht doch voran. Dann fahren wir den gleich so hin. So, dann können wir nämlich wieder zwei machen. Da brauchen wir nicht immer jeden. Wir müssen jeden einzeln, aber da müssen wir nicht immer da rumfahren. Da Kamera da raus machen, dass wir da den Kran betätigen können. Sonst geht das nicht. Sonst wird ihr euch nur schlecht, wenn ihr zuschaut. So, wenn es euch eh nicht schon schlecht ist beim Zuschauen. So. Dann setzen wir den auch da rein. Bisschen höher, zack. So, jetzt da. Sehr schön. Number 3, F4 meine ich. Auf geht's. Nächste. So. Sehr schön. So. Runter ein bisschen so. Zurück. Und noch ein bisschen tiefer. Hier. Zack. Und schon ist er auch drin. Noch zwei Bäumchen. Dann haben wir das geschafft.
So. Einmal da lang. Vorsicht, nicht, dass der Baum wieder rausfällt. Dann stellen wir den da hin. Einmal Kranmodus. Kamera ein bisschen ändern. So. So, da, da. Den wieder rausmachen, sonst können wir wieder den Kran nicht bewegen. Sehr, sehr schön. Und dann da hinten. Sehr nice. Dann kommen wir da rein. Und Nummer 6. Perfekt. Oh, das ist zu tief. Das ist schon ein bisschen hier. Und da haben wir ihn. Der Last One. Sehr nice, sehr nice. So, da, da. Perfekt. Haben wir alle Bäumchen gemacht. Gehen wir in den Fahrmodus zurück, fahren den LKW wieder raus, den Pritschenwagen. So. So, nicht den neuen Baum umfahren hier. Und dann schauen wir mal. Haben wir den hier hin? Ja, da haben wir doch. Und wir haben wieder einen Erfahrungspunkt, Fertigkeitspunkt bekommen. So. Dann wollen wir uns doch mal mit der Umweltdame unterhalten. So. Guten Tag. Wie ist das Befinden? So. Die Bauruine wirkte wie ein Fremdkörper im Park. Endlich können Familien und Spaziergänger gefahrlos flanieren und ausspannen. Aber nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich, dass sich etwas tut. Auch die Zeitungen berichten bereits vom entspannten Grün am Flussufer. Sehr schön. Parkanlage Auftrag abgeschlossen. Ist doch super schön geworden, ne? Das freut uns, dass sich die Leute jetzt wohlfühlen und dass die hier zufrieden sind, die Anwohner. Ne? So muss das sein. Jetzt haben sie auch für die Kinder einen schönen Spielplatz. Da können sie rumtollen und rutschen und weiß der Teufel, was Kinder alles so machen und keine Ahnung. Ich finde es super, mir gefällt's. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wir haben riesen geile Arbeit geleistet. Schaut an, wie hübsch. Da, da liegt ein Ball. Wir können Fußball spielen hier, Basketball, wow. Haben wir richtig nice gemacht. Wunder, wunderschön. Mich freut's. Die Kinder haben hier was zu spielen. So muss das. Genau so muss das. Perfekt. Freut mich, freut mich. So, dann fahren wir den hier mal auf Seite, dass der Kollege hinter uns da mal losfahren kann. So, fahren wir den mal hier kurz hin, an Seite. So, dann kann der hier weiterfahren. Aber nicht uns umfahren, wenn es geht. Jetzt hast du Platz, kannst du fahren. Achso, er will da rein. Gut. Dann würde ich sagen, wo ist denn hier die nächste Tanke? Da fahren wir da schnell zur Tankstelle. Sollen wir fahren oder Schnellreise machen? Wir müssen nämlich sowieso tanken. Aber was machen wir denn überhaupt als nächstes? Was machen wir denn da? Gehen wir mal da. Jetzt machen wir mal hier so einen Auftrag, würde ich sagen. Ein Silo. Oh, da gibt es richtig Asche, ne? 689.000. Mich würde jetzt was interessieren. Schau, wir haben das auf Mittel, da gibt es 689. Und auf Hoch kriegst du halt einmal mal 300.000 mehr. Aber da sind halt die Arbeitsschritte länger und viel mehr. Und deswegen hätte ich sagen, komm, wir machen das auf Mittel. Dann ist das euch nicht so langweilig und wir werden auch schneller fertig. Weil sonst dauert es ewig, weil sonst backern wir in 5 Videos rum und keine Ahnung, das hat nicht wirklich Sinn. Deswegen machen wir das hier auf Mittel. Ich finde, das ist okay. Wir haben das jetzt eh mal ausprobiert auf Hoch. Wir haben die Parkanlage gemacht auf Hoch. Das hat jetzt richtig Geld gegeben. Aber das sowas würde ich dann sagen, die ganzen Aufträge machen wir dann auf
Mittel, was man machen kann, solche Bäumchen pflanzen, dass wir dann das auf hoch machen. Aber da gibt es sowieso kein Geld mehr, also ist das eh egal. Deswegen. So, achso, wir wollten ja gucken, was wir machen. Kanal haben wir. Teichanlage, auch schön. Teichanlage, Einfamilienhaus, Hausbau, Gartenanlage. Ich würde sagen, was machen wir denn? Was machen wir denn da? Fangen wir denn an? Das sind fünf Bauabschnitte. Was machen wir denn Schönes? Komm, wir machen das Kanalding. Das machen wir. Wir machen das Kanalteil. Sehr schön. Dann schauen wir mal, was wir da alles machen müssen. So. Das ist die Besprechung. Dann brauchen wir einen Pritschenwagen. Den haben wir ja für die Entsorgung. Dann müssen wir Fertigelemente liefern. Okay, und Leitung müssen wir auch verlegen. Dann schauen wir mal Materialien, was wir da alles brauchen. Wir brauchen 3 Meter HD, also das heißt 6 Meter, und eine Kabeltrommel brauchen wir, zwei Pflastersteinpaletten und ein Schüttguttransportsack. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, fahren wir dahin, oder? Auf geht's. Den da, den machen wir schnell tanken und dann stellen wir den hoch. Das machen wir jetzt hier schnell so. So. Fahren wir schnell da rein zum Tanken. Zack. Nice. Dann steigen wir beim Ausbaulevel nämlich. Dann würde ich sagen, halt so rum. Dann tun wir den einlagern. Nice, und da steigen wir ein. Perfekt. So, dann fahren wir dahin. Wo ist die Baustelle? Da ist die Baustelle. Dann müssen wir da lang. Wunderbar. Dann können wir mit dem auch direkt unterwegs tanken. Das heißt, müssen wir da aufpassen wegen dem Blitzer wieder. So. Vorhin hat es mich off-screen, hat es mich schon wieder erwischt. Also die Blitzer, ne, das ist so mein Ding, ne? So on the road werde ich ständig geblitzt. Hier werde ich geblitzt. Das ist so richtig meine Aufgabe hier. Das ist meine Lebensaufgabe hier, geblitzt zu werden und on the road geblitzt zu werden. Vielleicht sollte ich einfach nur Rennen fahren, da gibt es keine Blitzer. So. Einfach nur Need for Speed kaufen. So, lala. Dann fahren wir dahin. So, der muss die Kamera ein bisschen anders drehen. So. Sehr schön. Jetzt hätte ich da tanken können, welche Idiot. Aber egal, da kommt noch eine andere. So. Das sieht nachts, sieht das echt toll aus, ne? So mit den Lichtern, ich finde sowas cool. So. Perfekt. Ach, da ist sogar unser Firmengelände. So, dann bitte grün, danke. Dankeschön. So, aber das haben sie echt super gemacht, ne? Wenn man denkt, der Anfang, wo man auf der, also ich habe ja auf der PS4 angefangen, das zu streamen, aber ohne Voice natürlich, weil ich mich geschämt habe und ich war sehr nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Aber mittlerweile ist das alles in Ordnung jetzt. Ab und zu bin ich immer noch ein bisschen nervös, gerade der Anfang. Aber
Ich glaube, das gehört einfach dazu, das ist einfach menschlich. Aber wenn man das sieht, ne, was sich da viel getan hat, das wollte ich eigentlich sagen, ne? Das hat sich sehr viel getan, von der 4 auf die 5. Jetzt nicht nur grafisch, sondern auch von den Fahrzeugen, von den Bäumen, von den Gebäuden. Dann Zivilisation ist hier auf den Straßen Tag und Nacht. Das finde ich richtig, apropos Tag und Nacht. Der Tag und Nachtfluss, der ist schon gigantisch, ne? Ich finde, es ist nachts länger als wie Tag. Man könnte meinen, das ist nur Winter hier. Im Winter ist es früher dunkel und länger. So. Und da vorne ist schon die Baustelle. Wir dürfen halt nicht vergessen, beim Zurückfahren oder irgendwo, wenn wir Material holen müssten, dass wir zwischendrin mal tanken. So. Ich finde das schon, das ist schon sehr gelungen alles, ne? Ich finde es jetzt grafisch, finde ich das, ich finde es nicht schlecht, ne? Also schlecht ist es auf gar keinen Fall. Ich finde, das ist echt gelungen. Ich weiß nicht, was manche Leute immer haben. Ich finde es gelungen. Und was noch gelungener wäre, wenn es endlich, danke. So, dann weiter hier. Und schon sind wir da. Sehr schön. Jetzt sind wir hier angekommen. Da ist das mit den... Ah, hier ist dieses Wendedingens. So, dann parken wir mal das Auto hier. Den LKW, Brötchenwagen, wie auch immer. Dann räumen wir das hier mal auf, wie es da steht. So, aufräumen. Sehr schön. Perfekt. Was müssen wir jetzt hier machen? Okay, defektes Rohr verladen. Okay, dann machen wir das hier mal auf. Und eine Kabeltrommel müssen wir liefern. Ich hoffe, dass wir, aber das werden wir nicht drauf kriegen. Ich denke, dass wir diese, hey, shit, gut, was? Schließe die Bordwände beim Fahren. Ja, das machen wir gleich. Ich habe jetzt gedacht, wir müssten hier diese rausnehmen. Müssen wir auch. So, dann fahren wir mal dahin. Zack. Okay, nice. Dann verladen wir die zwei Dinger mal. Sehr schön. Einmal. Und diese Tipps, ne? Muss ich auch noch ausmachen. Muss man das ein bisschen drehen hier. Thema nix. So, einmal. So. Diese Kamera. So. Aber jetzt. Sehr schön. Machen wir mal so. Sehr. So sehen wir was. So, da, da. Dann haben wir das auch. Dann müssen wir das zum Baustoff bringen und dann holen wir die Kabel drauf, oder? Genau, so machen wir das. Wieso können wir denn nicht hier lang fahren? Ist das nicht kürzer hier lang? So.
So. Ups. Da sind wir aufs Körb gefahren. Ja, Andi, wir sind ja nicht bei der Formel 1, ne? So. Dann liefern wir das ab am Baustoffhof und nehmen die neuen mit. Die werden wir, denke ich mal, auch beim Baustoffhändler kriegen, ne? Wo wir die Kabeltrommeln und so mitnehmen können. Wie weit haben wir denn? Ah ja, das geht ja. Also bloß 1 Kilometer. Wir fahren da lang, sparen wir uns die Ampel. So. Wir dürfen das. Wir sind jetzt Baustellenfahrzeug, wir dürfen das. So, lala. Schöne Umgebung hier. Ich finde es toll. Ich weiß nicht, ich. So. Dann einmal hier rüber. Da ist auch Baustelle. Da müssen wir wahrscheinlich auch noch irgendwas tun. Viel Arbeit hier. Viel Arbeit. So. Ganz schön weit, ne? Hä? Hätten wir irgendwo abbiegen müssen? Irgendwie sehr verwirrend gerade. Naja, wir werden sehen. Wir müssen darüber auf die andere Seite, sehe ich. Wir müssen zurück. Eieieiei. Das ist wild. Ja, das war so klar, Andi, ne? So, weg. Das war so klar. Komm, fahr. Zeit hier. So, dann hier rüber. Und den ganzen Weg wieder zurück. Eieieiei. Yo, Tokyo Drift. Der will nicht fahren hier, oder wie? Wild, sage ich nur. So, lala. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht wieder die Ausfahrt. Aber ich glaube, wir sind einfach auf der Autobahn da gewesen und keine Möglichkeit gehabt, da zu wenden. Also ich habe zum Beispiel nichts gesehen. Ich muss auch sagen, ich habe gar nicht aufgepasst. So. Ich glaube nicht, dass wir unsere Ausfahrt wieder übersehen, falls wir das getan haben. Also ich das getan habe. Sondern auf 400 Meter, dann haben wir das geschafft. Das sieht schon geil aus da mit den Fabriken, mit dem Rauch und so, ne? Schon nice gemacht. Viele Tankstellen auf dem Weg hier. Aber man sieht auch, man muss echt oft tanken, ne? Hey, da waren wir doch. Ja, wir schicken uns da hin, will der mich verarschen? Da hätte ich doch darüber fahren können. Ojo. Ernsthaft? Das ist ja krass. Okay, da müssen wir jetzt. Wie soll ich denn der hier rüber? Also, okay. Ach, scheiß auf das jetzt. Das ist echt krass, ne? Mit den Ampeln und Blitzer, das ist so mein Ding.
Die überholen wir schnell, das dauert zu lange sonst. So. Hä, was hat der uns dann für ein. Also das Navi, ne? Das macht mich ein bisschen verwirrend. So, da kommt nichts und da auch nicht. Gut, können wir rüber. Ampel gibt es ja keine, oder? Nein. Und nicht, dass der Zug hier kommt. Ah, okay, da ist zu noch. Den müssen wir hier rechts und dann dürfte eigentlich eh schon da sein. Naja, fast. Hey, wo hat er uns denn hingeschickt? Das ist doch voll wir gewesen. Was? Komm, wir grün. Komm schon. Die Rotphasen, die sind schon extrem, ne? Das haben sie immer noch nicht geändert. Das ist ein bisschen zu viel Realismus. Mal gucken. Vielleicht schneide ich die Fahrt ein bisschen raus, dass es ein bisschen kürzer ist. Weil das wäre dann nur eine Folge nur fahren. Das ist schon krank. So. Aber ich wollte jetzt einfach nur mit euch einmal dahin fahren, damit ihr das auch seht. Das nächste Mal machen wir alles mit Schnellreise. Das ist alles, ich weiß nicht, das Navi hat uns richtig getriggert eigentlich. Ne? Oder ich habe echt was übersehen, ich habe keine Ahnung. Weil das nach, ich hätte jetzt eigentlich durch unser Firmengelände fahren können. Eigentlich hätten wir das, ne? Weil das kürzer ist. Komm, das machen wir jetzt. Jetzt wird die Ampel grün sein, ja, das haben wir gedacht. Aber das macht jetzt nichts, wir fahren jetzt das Firmengelände. Weil das müsste eigentlich gehen. Hier durchzufahren. Und da vorne wieder raus. Sparen wir uns einen Haufen Weg. Da sieh mal einer an. Ah, jo. Danke. So. Dann kann man nämlich hier durchfahren. Dann brauchen wir nicht hier um die ganzen Kurven da rum, das ist doch Quatsch. Wo müssen wir denn hin? Wir können da voll Gas geradeaus durchfahren, oder nicht? Kommen wir da hoch dann auf die Straße? Oder eher nicht? Das ist halt hier die Frage, ne? Dass es hier tatsächlich hier hoch geht so. Und wenn, dann können wir. Okay, das müssen wir jetzt testen. Aber ich habe so die Befürchtung, dass das tatsächlich so ist, ne? Aber das macht nichts, dann fahren wir hier lang. Geradeaus hier durch einfach. Jo. Ach Junge. Ja, aber Andi, da hast du doch das Schild gesehen an der Straße, ne? Totala, da müssen wir echt da lang fahren, sonst kommen wir da nicht hoch. Okay. Jetzt wollen wir das schnell angucken. Wir müssen da auf diese Straße. Das heißt, wir müssen echt von da hinten losfahren. Das ist ja. Weil wir können da nicht rüber wahrscheinlich, oder? Guck mal. Wir gucken mal. Das ist echt hart. Okay, wir kommen da. Wir müssen da hoch irgendwie. Gut. Gut, gut, gut. Ich habe verstanden. Okay, das habe ich verstanden. Das habe ich verstanden. Aber das machen wir jetzt trotzdem so.
und fahren dann hier mal kurz außen rum und dann so toller. Das ist krass, das ist richtig krass. So. Man könnte jetzt zum Beispiel das Ding auch ausschalten, dann kriegst du halt keine Strafen, ne? Dann könnte man doch voll durchbrettern. Jo, da hat er Gas gegeben, weil ich rot war. Hat er Glück gehabt hier. Okay, so. Ja, kommen wir grün. Das dauert wirklich lange, ne? Und so fahren habe ich auch noch. Dann haben wir halt eine längere Folge jetzt. Ist wie es ist. So. So, Tala. Ne, ernsthaft, der fährt auch Tala. Okay. So, einmal hier rum. Man kommt da sonst echt nicht rauf. Das ist krank, ne? Da muss man tatsächlich von da, okay. Muss man merken, das nächste Mal merke ich mir das. Ich habe echt gedacht, wir könnten da. Okay, dann auf geht's. Fahren wir an dem schnell vorbei hier. Dann hier. Aber das sind wir doch schon gewesen. Verstehe nicht, ne? So, jetzt schauen wir mal. Jetzt muss man aufpassen, nicht, dass wir da wieder irgendwas versäumen. Also ich zumindest, weil ich habe da echt nicht gesehen, dass wir da abfahren sollen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir im Kreis fahren. Ne? Ja, ich weiß. Ach, hier hätten wir runter müssen. Ich bin gerade ausgefahren. Okay. Gut. Danke, das ist aber lieb. So. Sind wir fast da. Können wir schnell da reinfahren. Tanken. So, da. Nice. So, einmal tanken. Und reparieren können wir auch gleich. Wunderbar, sind wir wieder voll, repariert sind wir auch, dann können wir los tigern. Habe ich mich da voll verfranst, ne? Vor lauter Quatschen habe ich das nicht gesehen. So, aber ist nicht tragisch, dann ist es halt jetzt so. Gut, nächstes Mal wissen wir das. Da werden wir bestimmt auch noch bauen müssen. So, lala. Ups, voll drückt. So, dann müssen wir hier das abladen. Perfekt, dann laden wir das ab. So, ja. Kamera ein bisschen. So, da. Die Bordwände auf. So. Und einmal den Kran. Also halt. So, den Kran. Zack. Dann haben wir das hier. Schauen wir es dahin zu. Bams. Und noch eins. Sehr schön. Drehen. So, runter und rein da. So, nice. Ja, damit das halt jetzt mal eine längere Folge. So, jetzt müssen wir, wo müssen wir hin? Jetzt müssen wir Material liefern. Das heißt, wir müssen dann. Okay, was ist hier? Ah, hier haben wir Baustoffhandel. Okay, hier haben wir Baustoffhandel. Ist das echt?
Okay, das machen wir dann per Schnellreise und dann zurück per Schnellreise. Tut mir richtig leid für heute mit der Folge, ne? Das war einfach, ich habe zu viel gequatscht und ich habe dann tatsächlich die Abfahrt übersehen, ne? Das tut mir sehr, sehr leid. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Anschauen, danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.